Die Saga vom Eisvolk 6, das böse Erbe, von Margit Sandemo, gelesen von Demet Fay, erschienen bei Jentes. Erster Teil. Kolgrim. Erstes Kapitel. Wer dem Gesang des Windes lauscht, kann so vieles heraushören. Doch nie zuvor hatte der Wind so bitter geklagt, wie in jenem Jahr, als der Kummer Einzug hielt auf Grostensholm. Auch auf Lindenallee hörte Are das eintönige Jammern der Linden, wenn der Wind durch ihre Kronen fegte. Es war ein unbedachtes Wort von Tharald, das Kolgrims böse Kräfte endgültig durchschlagen ließ. Eigentlich hatte der Junge die Absicht gehabt, die einfältige Gutmütigkeit der anderen auszunutzen und auf Grostensholm zu bleiben, bis er halbwegs erwachsen war. Denn dort ging es ihm im Großen und Ganzen gut. Aber nun brach in seinem Innersten eine gewaltige Lawine los. Man schrieb das Jahr 1633 und Kolgrim war 12 Jahre alt. Er war auf seine ganz eigene Art hübsch. Aber die bernsteinfarbenen Augen, die so offen und kindlich dreinschauten, konnten sich in dem Moment verändern, in dem man ihm den Rücken zukehrte. Dann verfolgte sein Blick sein Gegenüber kalt und tückisch aus den Augenwinkeln, abschätzig, verächtlich. »Armes kleines Ding«, sagten die Leute. »Ich bin stark, viel stärker als ihr alle zusammen«, dachte Kolgrim. »Ich bin fügsam, solange es mir nützt. Aber wartet nur, bis ich groß genug bin, um auf eigenen Füßen zu stehen.« Wie alle, die vom Fluch des Eisvolks heimgesucht waren, war er sehr einsam. Aber er empfand die Einsamkeit nicht als etwas Nachteiliges. Im Gegenteil, er suchte sie oft, denn er fand, dass sie ihm doppelte Kraft verlieh. Außerhalb des friedlichen Norwegen war viel geschehen. Der Religionskrieg wütete nach wie vor –